Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf dem Dave Johnson Spencer Kanal. Wie im Titel lesen könnt, mache ich jetzt ein Video oder eine Videoreihe zu den Spielen, die jetzt in der derzeitigen Zeit, klingt ein komisch der Satz, die jetzt im Moment für mich die Top 10 2016 sind. Also ich mache das so, Spiele, die persönlich auch so mag, und dazu addiert an der Spielzeit, die ich jetzt aufgebracht habe für das Spiel, was ich jetzt, also wie lange ich das Spiel schon gespielt habe. Und dann meine Top 10 nach der Beliebtheit. Klingt schon wieder so komisch, naja, egal. Ebenfalls keine normale Top 10, bloß jetzt 1 bis 10. Ich fange auch wieder mit Platz 1 an, also mal wieder umgedreht. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, also ich denke mal, ich glaube, ich habe PlayStation 4 schon gemacht. Ich werde Xbox 360 machen, PS3, PS Vita lasse ich außen vor, weil da habe ich so gut wie gar nichts gespielt, weil auch keine neuen Spiele gewisserweise kommen. Für das tolle, eigentlich tolle Handheld, deswegen mache ich 3DS. PlayStation 2 bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. PS1 habe ich zwar auch gespielt, aber ich weiß nicht. Ich muss ja jetzt nicht zu jeder Konsole jetzt vielleicht ein Video machen. Vielleicht ist es auch gewollt. Oder ihr habt Interesse daran. Aber ich denke mal, da komme ich, denke ich mal, nicht auf 10 Spiele. Ist ja jetzt erstmal. Zuerst mal ist der 3DS dran. Ich mache das auch mit DS, weil ich habe auch ein paar DS-Spiele gespielt. 2 oder 3, seht ihr auch an der Hülle. Das ist die DS-Spiele, die ich mir noch geholt habe. Und die habe ich jetzt auch gezockt. Ich gucke nochmal, ob da mal ein paar andere da sind, die mich interessieren würden für den DS. Deswegen wird es noch ein bisschen dauern. Mal sehen. Also für mich ist Platz 1 Mario Kart 7. Das habe ich nämlich am meisten gespielt. Und was mir auch so zusorgt, leider ist der Umfang doch etwas kleiner, als ich mir das erhofft hatte. Das hatte ich doch recht schnell durch, aber ich habe das so viel gespielt wie kein anderes Spiel jetzt dieses Jahr und voriges Jahr. Deswegen ist es bei mir auf Platz 1. Sind auch allerhand neue Sachen mit dabei. Da hat man den 7, da hat man glaube ich 7 Sachen, die man kriegen kann. Dann hat man dieses Tanuki, das habe ich immer gesagt, diese Waschbärfeder, aber heißt ja Tanuki. Dann haben die Feuerblume und den ganzen anderen Sachen. Und online macht das Spiel wirklich Spaß. Alleine gegen die KI. Ja, man weiß, die KI ist ganz schön hartnäckig. Und die will nur gewinnen. Oder eben eigentlich nie gewinnt, sondern die will dich bloß außen vor lassen. Deswegen bei mir auf Platz 1. Und das hat es auch verdient. Von Spielzeit und von meiner Beliebtheit. So, dann machen wir das mal jetzt zur Seite. Dann knapp geschlagen Platz 2. Das habe ich auch hauptsächlich in dem Rage-Modus gespielt. Aber auch komplett auch schwer und alles andere gelevelt. Hat ein kleines Manko, und zwar das mit den, was ich finde, eben die Charaktere, die man freischalten kann, die kann man nicht so gut aufleveln. Deswegen bin ich trotzdem zufrieden mit dem Spiel. Was ich gut finde, hier kann man kann immer wieder neue Sachen freischalten und dann kriegt man wieder ein paar Boni. Das war jetzt hier die australische Version. Gibt es auch in der deutschen Version, gibt es auch die andere Version für die großen Konsolen. Da ist die schon ein bisschen schwammiger, aber sonst ist das ein gutes Spiel. Ein Koop macht es eigentlich auch Spaß. Und für jeden Fall kein schlechtes Spiel, ein sehr gutes Spiel. Wie ich gesagt habe, mit ein paar Mangos. Ansonsten recht guter zweiter Platz. Und was ich wirklich ziemlich oft häufig immer auch noch spiele. So, dann ein Spiel, was eigentlich eher untypisch ist. Aber das habe ich auch ziemlich lang gespielt im Endlos-Modus. Pflanzen gegen Zombies. Gibt es auch so eine Art, ja, sag mal so ein Shooter, der nur online geht. Hier ist es mehr so, ja, sag mal ein Offline-Modus. Gibt es auch einen zweiten Teil für die Tablets oder eben mit einem Emulator für iPhones und, na, die anderen Sachen,
Kann man das auch am PC spielen, den zweiten Teil. Das hier der erste Teil. Eine gute Umsetzung für den DS. Macht echt super Laune. Einfach so mal Zombies abschießen. Einfach nicht den Kopf abhacken oder so, sondern einfach mal zuballern. Gibt es viele kleine Minigames. Man sitzt hier 50 und das habe ich so häufig gespielt, dass es jetzt auf Platz 3 ist. Zusammen habe ich jetzt das noch nie gespielt im Multi. Wird mal sehen, probier es vielleicht mal, wenn es überhaupt noch geht. Macht auf jeden Fall Laune und ein verdienter dritter Platz. So, jetzt kommen die zwei einzigen ab 18 Games. Dementium, die Anstalt. Und das Spiel ist wirklich gut gemacht. Doom 3 stimmt schon, weil Doom 3 ist die Ansicht, die Ego-Perspektive und Silent Hill einfach dieser Schockmoment. Was ein bisschen Mango ist, ist hier halt die bisschen schwammige Steuerung. Ansonsten von der Atmosphäre echt gut gemacht. Ist eben halt eine Einschaltung. Man könnte sagen, fast wie Outlast, nur ein bisschen nicht so brutal. Aber vom Psycho ist das echt gut gemacht. Man hat auch hier diese Anzeigen. Je mehr die ausschlagen, umso mehr kriegt man Panik. Und ist ein guter erster Teil. Und so auf jeden Fall Platz 4. Ist ein gutes Spiel und kann ich jedem wärmstens empfehlen. Schade, dass hier keine 3DS-Umsetzung gekommen ist. Auf jeden Fall für ein DS auf jeden Fall zu empfehlen. Dann kommt der zweite Teil. Den habe ich ein bisschen weniger gespielt. Naja, den hatte ich auch erst ein bisschen später gekriegt. Gab es erst in der Multibox, wo alle beide Teile drin waren. Da hätte ich mir ein bisschen Geld gespart. Den einen habe ich, glaube ich, gebraucht geholt. Den anderen habe ich für 10 Euro geholt. Ist ein guter Nachfolger. Habe ich jetzt natürlich nicht so häufig gespielt, weil mir gefällt der erste Teil doch ein bisschen besser. Wobei hier das mit der Steuerung noch ein bisschen abgeändert wurde. Ja, und die Zombies, ja. Und diese Kreaturen sind schon furchteinflößend. Also ist nicht für zarte Nerven. Wirklich ein guter Stil von Silent Hill für den DS. Ist wärmstens empfehlen. Ein guter Nachfolger und verdienter fünfter Platz. So, jetzt fangen wir mit dem sechsten an. Und zwar Zelda: A Link Between Worlds. Spielt in dem Universum von Zelda Link to the Past. In der Umgebung, dass man hier durch Wände mit so einer Art, weiß ich gar nicht, was das Spiegel oder so. Ist fast wie so eine Spiegelwelt, kann man sagen. Aber man kann auch durch Wände laufen. An solchen Schlitzen und das ist echt gut umgesetzt. Habe ich natürlich, weil das eben ein Rollenspiel ist, Action-Rollenspiel, nicht so viel Zeit investieren können, weil hier muss man wirklich am Ball bleiben, weil da kann man ja einfach mal so 2, 3 Minuten oder eine halbe Stunde spielen. Da muss man doch schon ein bisschen mehr Zeit investieren. Aber ansonsten recht gut umgesetzt. Und das macht auf jeden Fall Laune. Vielleicht jetzt, ja, sag mal, jetzt kommt langsam Sommer. Im Winter habe ich wirklich am meisten Zeit gehabt zum Spielen. Auf jeden Fall hat sich das wirklich gelohnt. Oh. Viel mehr braucht man eigentlich nicht zeigen. Ein guter sechster Platz. So, dann haben wir so eine Art Trilogiesammlung, Kirby's Triple Deluxe. Ja, das habe ich auch, naja, würde sagen, fast gleich wie Zelda gespielt. Nur hier hat man ja eben geht ruckzuck das Spiel. Das kann man einfach mal so nebenbei mal anwerfen, das sein 3DS, 2DS. Und das Spiel macht wirklich Laune. Schöne, gute Rätsel, gute Fähigkeiten. Und das wirklich immer wirklich ein Spiel einfach mal so für zwischendurch. Macht auf jeden Fall Laune. Und kann ich auch jedem wärmstens empfehlen, der ein bisschen kurzen Spaß haben möchte. So, das wäre jetzt Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau. 7. Und dann kommen wir zu Donkey Kong Returns 3D. Ist ja wieder von der Nintendo Wii übernommen. Doch ein ganz harter Knochen. Also das Spiel hat man doch nicht so einfach durch, wie ich mir das gedacht habe. Das habe ich natürlich nicht so lang gespielt. Deswegen auch zu weit hier. Aber das Spiel gefällt mir. Aber die von der Zeit her, naja,
man braucht dann doch mehrere Anläufe, um irgendwie weiterzukommen. Und mir muss auch viel sammeln. Ja, ansonsten, die Bosse sind gut. Das Spiel ist auch unterhaltsam. Ist halt, mir gefallen eben die ersten zwei Donkey Kong Country Teile ein bisschen besser. Aber ansonsten ist das gut gemacht. Und hat einen guten Rhythmus. Ist halt nicht mehr so einfach wie die anderen Donkey Kong Spiele. Hat sich auf jeden Fall bei mir auch gut gehalten. Halt eben nicht zu lang gespielt. Trotzdem ein gutes Spiel. So, dann haben wir eine Spielesammlung, was aus dem Nintendo eShop hieß das ja. Gibt, das ist hier die 3DS-Umsetzung, ist so eine Art, ja, so eine kleine Minispielsammlung mit fast allen Charakteren. Ein oder zwei Spiele fehlen hier, weil es bloß so eine Art Best-of, weil im eShop gibt es dann, glaube ich, die komplette, weil es gibt ja eShop Teil 1 und Teil 2, das ist hier alles so eine Art Best-of, wie ich schon gesagt habe. Famicom-Umsetzung ist auch nicht schlecht, habe ich aber leider eben nie so viel gespielt, einfach bloß am Anfang. Dann habe ich eigentlich recht schnell alles durchgehabt. Also vom Zeitumfang habe ich ja nie viel gespielt, weil es halt eben macht das, geht dorthin und das musst du in der schnellen Zeit haben und dann kriegst du eben diese Sachen, die man dann freischalten kann. Je höher die Punktzahl ist, umso weniger Versuche man hat. Umso schneller, also glaube ich, 3, 1 ist normal und 3, dann schaltet man die anderen Sachen frei und dann geht es immer weiter. Hier steht auch die Best Level auf der Wii U und hier haben wir eben das für den 3DS. So, das ansonsten nicht schlecht, kostet auch nicht so viel. Macht auf jeden Fall Spaß, wenn man mal einfach mal so einen Querschnitt haben will von den ganzen Spielen und eine kleine Herausforderung. Lohnt sich auf jeden Fall. Kann man sich auch im eShop holen. Ich bin nicht so der Download-DLC-Spieler. Aber für andere ist es vielleicht interessant. Ja, ein verdienter Platz. 9. Ich habe noch ein paar andere Spiele, aber gut. Die habe ich dann eben nicht so häufig gespielt. So, dann haben wir zuletzt Super Mario Bros. 2. Das habe ich jetzt am kürzesten auch gespielt, weil ich es auch erst frisch hatte. Das mit den Münzen einsammeln, ja, macht auch Spaß. Auch diese Tagesaufgaben sind nicht schlecht. Aber ansonsten, ja gut, ist man schnell durch. Das Spiel habe ich auch recht schnell durch gehabt. Die Geheimgänge habe ich auch recht schnell gefunden. Aber das war's dann aber auch. Also ich habe jetzt keine Lust, jetzt die ganzen Münzen nochmal irgendwie zu sammeln. Deswegen ist es auch nur auf Platz 10. Weil da musst du ja den komischen Trick machen in den anderen Missionen. Und dann kannst du eben die 1 Million Münzen sammeln. Gibt's. Aber das dauert dann wirklich ewig. Auf normalen Weg würde ich mal sagen, kriegt man die Münzen nicht zusammen. Also mit dem Multiplikator. Ansonsten ein recht gutes Spiel. Hat mich unterhalten. Fand ich gut. Ich werde mal sehen, ob ich mir vielleicht den Vorgänger für den Nintendo Wii hole. Mal sehen, ob mich das auch so begeistert wie das Spiel. Auf jeden Fall kein schlechtes Spiel. Darf in jeder Sammlung nicht fehlen. So, das war's eigentlich schon. Ging recht schnell. Weil ich sag nur eben die Top 10. Ansonsten gibt es Collection-Videos, wo ich dann ein bisschen mehr auf die Spiele eingehe. Oder beim Unboxing, wenn ich dann ein bisschen mehr weiß. Ich hoffe, die Top 10 hat euch gefallen. Vielleicht seid ihr nie alles mit einer Meinung mit meinem Geschmack. Wie gesagt, ich mache das ein bisschen anders. Ich mache die Top 10 von 1 bis 10 und die umgedreht. Und rechnen das zusammen von, was mir jetzt gerade selber zusagt, und die Spielzeit. Und deswegen können manchmal Spiele ganz weit hinten sein, obwohl mir das gefällt. Aber ich habe das vielleicht nur eine Stunde gespielt oder so und deswegen ist vielleicht auf Platz 10. Viel Spaß noch mit meinen anderen Videos. Ich, wie gesagt, mache noch eine andere Collection. Hier eine Top 10 Xbox und PS3, werde ich mal sehen. Bei den anderen, wenn das gefragt ist oder gewünscht. Mache ich vielleicht da auch eine. Da kann es aber dran, kann sein, dass ich da bloß eine Top 5 mache. So, viel Spaß noch und ciao. Bis später.